Willkommen zurück zu einem weiteren mörderisch-professionellen Let's Play. Wir schauen heute gemeinsam in die Story von Hitman 3 rein. Ja, Hitman, ein Spiel, das ich aus einer anderen Zeitepoche noch sehr gerne gespielt habe, denn ich komme noch vom Original Hitman bis Hitman Absolution, habe ich die Spiele sehr, sehr gerne gespielt. Dann habe ich Hitman 1 vom Reboot gespielt, fand ich so okay. Hitman 2 hat mich dann sehr abgeschreckt damals als Let's Play, weil mir dieses Episodensystem überhaupt nicht gefallen hat. Ich mag das gar nicht, wenn Spiele zerhackstückt langsam so peu à peu kommen. Das ist vielleicht ganz cool, wenn es dann irgendwann mal draußen ist und du machst es privat, aber so als Let's Play hat es mich irgendwie hart genervt. Aber Hitman 3 soll ja vollständig sein und deswegen schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Wollt ihr mich unterstützen? Ihr wollt? Gut, dann lasst einfach eine Bewertung da. Wir spielen auf der PlayStation 5 Abmarsch. Moment, stopp. Es gibt auch noch ein Gewinnspiel. Ich habe nämlich einen Epic Games Code für den PC von diesem Spiel, habe jetzt aber auch eine PS5-Version, hatte irgendwie mehr Bock auf die PS5, weil die sonst hier nur Staub fängt. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Wie gesagt, nur eine PC-Version. Ihr habt eine Woche Zeit und jetzt aber wirklich Abmarsch. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Look closer. In the shadows, behind the everyday world, beyond the headlines and the seats of power, a hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets. To use and throw away. To do the unthinkable. The unforgivable. And it never gave us a second thought. Until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost. But we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations. Over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped
He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlyle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. 47. Come in, 47. Do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. An der Spitze der Welt. Sehr, sehr geil. Dubai. 950 Meter hoch ist dieses Gebäude hier, soweit ich weiß. Beinahe 1 Kilometer in die Luft gebaut. Schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, das Spiel gibt es leider nur im Englischen. Wie die Vorgänger eben auch. Absolution zum Beispiel war noch komplett deutsch synchronisiert, aber dieser Teil hier, wie gesagt, nur im Englischen mit deutschen Untertiteln. Moment, was haben wir hier? Okay. Ich hoffe, damit haben wir jetzt nichts gemacht, was irgendwie auffällig ist. Ja, die Steuerung muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Teil 2, wie gesagt, privat gespielt und ich glaube, das ist auch schon wieder mindestens 1,5 Jahre her. Ich glaube, der kam 2018 raus. Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Alles klar, also die Steuerung ist jetzt eigentlich noch so wie in den Vorgängern. Da hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel geändert. So, weg das Ding. Und schon bin ich drin, was wir nicht alles können. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. Wir spielen, wie gesagt, die PlayStation 5-Version und ich finde, das Spiel sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Schaut euch hier mal den Boden an. Na, draußen sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser. Okay, ich laufe hier minimal auffällig rum. Aber wir können uns ja super schnell umziehen. Einer unserer großen Talente. Und ich bin umgezogen. Wie macht der Mann das nur? Wie geht das? Wie funktioniert das? Kann ich das auch? Kann man sowas lernen? Ui. Hallo, guten Tag. Sehr, sehr geil. Alter, man sieht sogar hier Schuhabdrücke auf diesem extrem sauberen Boden. Und alle verbeugen sich. Kann ich ein Wasser haben? Ma'am, ich würde gerne... Nein? Ich hätte gerne hier ein Wasser. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Edel. Sehr, sehr edel. Junge, Junge, Junge. Ich spüre den Luxus. Durch und durch. Champagner bitte. I soon built up a construction empire that was worthy
of the great Al Ghazali legacy. So, I would like to thank my cousins, without whose friendship and influence this achievement might not have been possible. Thank you. I'm proud to yet again immortalize our great family name. But most importantly, this building is for all the people of Dubai, which is to date the tallest building in the world. That's a good look on you, bro. Dankeschön. Ja, das höchste Gebäude der Welt für die Menschen von Dubai. Die haben auch super viel davon, das kann ich euch sagen. Okay, gehen wir mal hier drüben hin. Lage planen wir ganz gut. Schauen wir mal, was haben wir hier? Terminal. Listen. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server room. Mm-hmm. Okay, wir machen mal das hier. Oh, hi. Oh, hi. Na, wie geht's? Ich kann hier jeden töten, wenn ich will. Cornelius Stuyvesant! Oh, you're here! How wonderful! You know, I didn't think you'd come. Wenn ich wollte, könnte ich jeden hier eliminieren. Einfach mal so eine Frau umklatschen. Irgend so ein olles Bonzen-Vibe. So, ich brauche erstmal hier... das da. Genau das hier brauche ich. Du bist perfekt, mein Freund. Du stehst hier genau richtig. Ich glaube, das hat niemand gesehen. Fliegen da oben Drohnen rum? Mann, ich würde mich auch gerne so schnell umziehen können. Wie geht sowas? Schreibt es mir in die Kommentare. Welche Fähigkeit benötige ich dafür? Nackter Mann, ab in den Schrank. So. Jetzt kann ich mich hier schon mal frei bewegen. Moin. Guten Tag. Ich bin einer von euch. Okay, wir sollen den Personalbereich infiltrieren. Wie komme ich denn da hin am besten? Das ist irgendwo unter uns. Hallo. Guten Tag. Gut, schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Einer unserer Männer spaziert hier schon rum. Ich muss hier hin. Kann ich als Wache da durch? Müsste eigentlich gehen. Yes, perfekt. Ich glaube, ich behalte hier mal die Uniform. Ich glaube, damit komme ich einfach besser voran. Oh, was haben wir denn hier? Ein edler, teurer Whisky. Den nehme ich mal mit. Dankeschön, du hast nichts gesehen, mein Freund, ja? Sonst, ne? Musst du sterben. Willst du sterben? Ich glaube nicht. Interagieren. Knopf drücken. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber wir kommen so oder so hier rein. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen, glaube ich, noch eine Ebene weiter runter. Sieht zumindest so aus. Moin, ich bin der Neue. Finden Sie den verschwundenen Rekruten. Oh, hier ist die Küche. Was haben wir denn hier? Gift? Rattengift? Nee, eine Dr. Pepper. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich nehme mal hier so einen Dr. Pop. Nicht Pepper, Dr. Pop. Oh, nehme ich mir mal mit. Man weiß ja nie, ne? Ich wollte eigentlich das hier... Als Hausmeister kann ich das hier nur untersuchen. Weil eigentlich kann man auch immer jemanden töten mit Gift. Ist eigentlich immer drin. Look, this is gonna make me look really bad. I'm sure it's around here somewhere. Don't you worry. A colleague is also out there looking. But this is awful. I mean, I'm in my boxers and you are a woman. It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. We military men are used to punctuality. I was supposed to be ready and present my papers half an hour ago.
Tja. Yes, you men in the army with your papers. Super punctual. I get it. So sieht's aus. Man muss da eben ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen, Min Jung. So, Moment, aufstehen. Warum komme ich jetzt hier nicht durch? Fehlende Schlüsselkarte. What? Bin ich so nicht reingekommen oder bin ich hier durch? Okay, ich bin hier durch. Schlüsselkarte. Dr. Pop. Ich will aber einen Dr. Pepper. Und keinen elenden Dr. Pop. Toiletten. Gibt's irgendwas Spannendes hier? Ah, was ist denn das hier? Manipulieren. Aber um ein Klo zu manipulieren, muss man natürlich auch eine Hausmeisterausbildung haben. Das könnte noch nützlich sein. Das nehmen wir mal mit. So. Vorstellen am Sicherheitsbüro. Das sich wo befindet? Ich glaube irgendwo... Wir waren doch schon dort. Irgendwo hier oben. Hier hätte ich meinen Hausmeister, den ich um die Ecke bringen könnte. Alles klar. Na, dann sieh mal einer an, ha? Huh? Reporting for duty. About time. Our client has been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified. So, you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Das klingt sehr seriös, Mr. Pinky. Sir, this is security. Just calling to let you know your new guard has finally arrived. Yes, sir. See you soon. Alter, wenn ich so ein Gesicht sehen würde, mit so einem Barcode hinten drauf, ich würde doch sofort denken, alles klar, Auftragskiller. Okay, wait here. Da ist er. Da ist unser Mann. Just a heads up. The package is a real ball breaker. He's been here countless times inquiring about where you were. So, don't be surprised if he's high maintenance. But I'm sure you're used to that. It's just a job. That's the right attitude. You'll fit in fine here. Understood. Naja, ist nur ein Job. Was können wir denn hier machen? Beweise zerstören. Eine Videoaufzeichnung. Aha. Ich glaube, das sollten wir mal in der Hinterhand bewahren. So, wo bleibt er denn? Hier drüben. Mr. Pinky. Okay, you must be my new escort. I have very high standards and trust you will do your duty. You have your credentials on you? Ja, natürlich. Unsichtbar. So professionell bin ich. Let me see here. Yes, that looks good. I like it. A cutlery expert, no less. I have no idea what that means. But your CV is very impressive. This looks perfect. Come on, let's walk. Need to tell you a bit about what I expect from you. Alter, was trägt ihr denn für komische Flipflops? Was sind das für Sandalen? I expect you to be by my side 24/7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important and delicate meeting today, at which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife. And grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut an animal? Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. You don't have to like tell trying me. To stab a rubber ball. Okay, bounces please. Back if you don't do you stab it correctly. We are almost here. You have to understand. I didn't get where I am by blind... Ja, wie jetzt, okay, was? Almost there. You see the shooting targets? Ja. Any fool can shoot a target. Knife? Now, that's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I want to see your skills. I don't know why, but I've always trusted a man who could throw a knife. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me what you got. Okay. Do well and you work for me. Fail, you get out of here. And I never want to see your face again. Let's just hope he is half as good as you were. Ich darf's auf keinen Fall versauen, Mann. Du machst mir echt Druck.
wie jetzt erneut verbinden? Was? Boah, es wird immer schlimmer hier. Offline gehen. Ist mir egal. Bam. Reflexe wie eine Katze. Würdet ihr einem Mann trauen, der so ein Gesicht hat? Und solche Reflexe? Spot on. I don't know. That was quite spectacular. Ich würde sagen, alles klar, Kumpel. Wer hat dich geschickt? Okay, kann ich näher ran? Gibt es irgendwelche Regeln? Muss ich da hinterm Tisch? Alles klar. That was a magnificent performance. I like you. I think we will get along just fine. Ich könnte ihn jetzt so schön da runterschubsen. What to do with all that power? Take the rest of the day off. You deserve it. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. Ich nehme noch eins mit. Man weiß ja nie. You really did. But let's get to work. Some things you should know about me, and this is. Ups. Er ist gestolpert. You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. Ja, wie ist das denn passiert? Aber hey, sieh's mal so, das ist schon ein echt geiler Fall, oder? Also, du bist vom höchsten Gebäude der Welt geplumpst. Wer kann das schon behaupten? Die wenigsten. Das hat Stil, mein Freund. Das hat richtig Stil. So, wen haben wir denn hier noch auf der To-Do-Liste? Hier. Abgeschlossen. Raubvogel. Alles klar. Ey, man kann hier so viele Varianten einsetzen. Wahrscheinlich hätte ich irgendein Getränk vergiften können, irgendwas auf ihn runterplumpsen lassen können oder sonstiges. Ich hätte ihn mit einem Messer abstechen können. Ich hätte 1000 Sachen machen können. Ihr wisst es, ne? Das Spiel kann man 20 Mal durchspielen und immer wieder kann man es anders drehen. Aber hey, jemanden vom höchsten Gebäude der Welt zu schubsen, ist ja auch mal was Tolles. Bevor jetzt die Leute wieder durchdrehen, ich hätte stilvoller gemacht. Mit einem Flamingo-Kleidgel und einem Gummihandschuh. Schön. Schön, dass du sowas kannst. Ich ziehe meinen Hut. Aber ich habe es eben so gemacht. Das war jetzt meine Entscheidung, diesen Mann zu eliminieren. So, du musst auch sterben, ha? Huh? It's just a precaution. I've been personally invited by the Royal Highness Omar al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zainab Kazim. Sir, I understand. But you can't enter without being searched. It's standard... Zainab Kazim, a.k.a. the Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn, the Pan-African terrorist organization. I almost hired him myself once, but chose the Maelstrom instead. Now what is his business here? So. Ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Crystal. Du bist also auch ein Problem. Jetzt habe ich aber hier wahrscheinlich keine Story-Mission mehr, weil ich den umgebracht habe, ne? Schlüsselfigur nicht mehr verfügbar. Ah, ich wollte ihn runtertreten. Vielleicht lasse ich ihn auch am Leben. Vielleicht laden wir das Ganze nochmal. Ich wollte einfach... Es war zu verlockend. Weil ich würde schon ganz gerne alle Story-Missionen mitnehmen. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Na, schau mal hier. Schraubendreher. Auch wichtig und nützlich. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Soundsystem. Rauchen ist hier verboten. Ablenkung. Kommt ihr hier zu mir? Na, kommst du hierher? Das gefällt dir nicht, oder? Musik. Wie kann man nur? So, mein Freund. Komm mal hier ein bisschen rein. Also, wie gesagt, vielleicht lade ich für die nächste Folge. Und dann schauen wir, dass wir hier alle Missionen mitnehmen. So, ich leg dich mal hier hin und... Ja. Bumm. Jetzt bin ich du, mein Freund. Jetzt bin ich du. Wie das Ganze weitergeht in der nächsten Folge, kann man die Leiche da hinten sehen? Ich hätte vielleicht abstellen sollen. Da liegt ein nackter Mann im Busch.
Okay, das macht die Leute richtig aggressiv. Alles cool? Hey, Mister. Ja? You got anything to do with this? Mit was? Mit was? Ich hab, look, I'm gonna call security if you don't answer me. Nix, ich kann nicht antworten. Okay, ich hätte den besser verstecken sollen. I'm not gonna tell you that again, understand? Ich mach die Musik wieder an, Lady. Oh, Tabletten. You are clearly insane. I'm calling for help. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss!